Wir wollen erreichen, dass Kirche sichtbarer wird, und zwar in ihrer ganzen geistlichen Kreativität. Wir glauben, dass es eine ganze Menge gibt. Es gibt ganz, ganz viel Schönes und Ungewöhnliches, Kreatives, was Pastorinnen und Pastoren machen, aber man weiß das kaum. Viele Leute wissen gar nicht, zu welcher Gemeinde sie eigentlich gehören, und suchen im Internet und werden dann immer wieder von Stelle zu Stelle verwiesen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Kirche für die Menschen von heute sein und direkt erreichbar, ganz unkompliziert auf unterschiedlichen Wegen. Wir wollen ganz bewusst über den digitalen Weg gehen, denn ich weiß nicht, wie das bei den anderen Menschen so ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch so ist. Sie sitzen auf dem Sofa am Abend und überlegen, wohin will ich denn reisen, oder sind auf der Suche nach einem Arzt und schauen sich mal im Internet um, was es möglicherweise so gibt. Und genauso suche ich mir zumindest auch die Informationen im Internet raus und versuche mir so ein Bild davon zu machen, was für mich möglich ist. Trauung in einer Bar, Trauung auf einer Reederei, Taufe im Garten, Taufe im Wald, wo immer die Leute das wollen und das Gefühl haben, dass da religiöse Energie drin ist, dass da ein Gottesort ist. Ja, es gibt ganz viele spannende Orte. Ich meine, Hamburg ist die Stadt der tollen Orte. Man kann natürlich sofort an die Elbe denken, Hafen City, ne, oder Speicherstadt, wo wir gerade sind. Aber man kann auch an den Flughafen denken, oder vielleicht gibt es noch so ganz geheime Orte. Das ist nämlich, glaube ich, das Besondere, wo die Menschen etwas mit verbinden, wo sie selber sagen, das ist unser Ort und hier passt es für uns. Und ich glaube, diese Orte zu finden, das wird toll sein und das wird genau das Richtige sein. Ich habe mich in meiner Promotion an der Uni viel mit Kasualien beschäftigt und habe gedacht, Mensch, diese Befunde, die wir da sehen, also dass fast die Hälfte unserer Kirchenmitglieder die klassischen Wege zu uns nicht mehr finden, sondern eben entscheiden, mit freien Rednern zu heiraten oder eben gar nicht mehr das Kind taufen zu lassen. Dagegen muss man doch eigentlich was tun. Als ich dann Leiterin des Werks Kirche im Dialog wurde und Pastorin der Nordkirche, habe ich versucht, Verbündete zu finden für die Idee in den beiden Hamburger Kirchenkreise. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, um zu sagen, wie könnte das Ganze denn in die Realität überführt werden, und haben die AG Ritualagentur gegründet mit vielen, vielen Leuten, die kreative Ideen hineingegeben haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass es tatsächlich durch die beiden Synoden gegangen ist, und das ist wunderbar. Kasualien, das ist ein komisches Wort, das man eigentlich gar nicht so benutzt. Nur in der Kirche ist das der Fachbegriff für diese lebensbegleitenden Übergänge. Klassisch Taufe, Trauung, Beerdigung, aber auch Konfirmation und andere, zum Beispiel die goldene Konfirmation, oft so an dem Zeitpunkt, wo man ins Rentenalter eintritt. Das sind so Momente, wo im Leben sich etwas verändert und wo wir als Kirche einen riesen Schatz haben, das zu begleiten und Rituale zur Verfügung zu stellen, miteinander zu feiern und diese Übergänge zu gestalten und zu gehen miteinander.